Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wen stellen wir uns eigentlich vor, wenn wir so den typischen Arbeiter, Arbeitnehmer vor Augen haben? Den Facharbeiter? Oder haben wir auch vor Augen Menschen mit Behinderungen, die in Sondereinrichtungen, in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten? Ich glaube eher nicht, aber das soll der Fokus dieser Diskussion sein. Ich finde, da gehört er hin. Ich bin ganz viel seit Jahren unterwegs in Werkstätten für behinderte Menschen und rede natürlich mit den Beschäftigten ganz viel. Und in fast allen Gesprächen, bei fast allen Veranstaltungen, die ich mache, kommen drei Themen auf den Tisch. Ja? Die Leute merken verschiedene Dinge an, durch die Republik hindurch. Sie sagen zum Ersten, sie haben den Eindruck, dass ihre Arbeit nicht gewürdigt wird. Das hat viel mit dem Lohn zu tun, den sie bekommen. Ja, ist gerade gesagt worden, 213 Euro durchschnittlich für eine Vollzeitbeschäftigung. Also wir reden von Leuten, die 35 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten und am Ende des Monats mit 213 Euro nach Hause gehen. Ja, kann doch niemand sagen, dass das ein gerechter Lohn wäre, ist eine Unverschämtheit. Das Zweite ist die Stigmatisierung. Es gibt viele Leute, die in Werkstätten arbeiten, die sagen, wir gehen nicht in die Stadt, wir gehen nicht in unser Dorf und sagen, wir arbeiten in einer Werkstatt für beschäftigte Menschen, sondern die sagen, wir schämen uns dafür, ja, dass wir in solchen Einrichtungen arbeiten. Und das ist ein Zustand, an dem wir dringend etwas verändern müssen, dass Leute sich für ihre Lebenssituation schämen müssen. Das kann so nicht weitergehen. Und die dritte Frage, und auch an der müssen wir arbeiten, ist die Frage, wo ist denn eigentlich der Ausgang hier? Ja? Die Leute sind reingekommen in die Werkstätten, die haben häufig Biografien, die durch verschiedene Phasen der Sonderwelten hindurchführen, ja, durch Sonderschulen oder heute Förderschulen genannt, in die Werkstätten hinein, daneben das Leben in Heimen, ja, und die fragen sich, wie kommen wir hier eigentlich wieder raus, ja, darüber müssten wir auch mal näher reden. Das zeigt, wie groß das Thema ist, über das wir reden, und das zeigt, dass viele Menschen in diesem Land weit davon entfernt sind, tatsächlich gesellschaftlich teilhaben zu können. Das ist das große Thema, über das wir heute reden. So, jetzt hat die Regierung den Vorschlag unterbreitet, großherzige 37 Euro pro Monat, ja, in dieses Gesetz hineinzuschreiben, dass die Leute mehr haben sollen. Das allein ist ja schon bitter wenig in Anbetracht der Situation, die ich gerade geschildert habe. Aber nun sollen diese 37 Euro auch noch in Jahre gestaffelt werden, 5 Jahre Staffelung. Ja? Und da sagen wir, da gehen wir auf keinen Fall mit, weil das bedeuten würde, dass am Ende dieser vielen Jahre diese Leute überhaupt nicht spüren würden, dass sie ein paar Euro mehr in der Tasche haben. Und da können wir nicht mitgehen. Gerade vor dem Hintergrund, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, 2015 hat der UN-Fachausschuss in Genf, der überprüft, was wir hier machen in der Bundesrepublik Deutschland, bezogen auf Menschen mit Behinderungen, festgestellt, dass diese Situation, die ich gerade vorgetragen habe, untragbar ist und dass wir daran etwas verändern müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass der Arbeitsmarkt, den wir haben, inklusiv wird. Ja, und dass solche Sondereinrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen in dieser Form nicht weiter bestehen können. Und keine Angst, das heißt nicht, dass wir morgen das Licht ausmachen. Das heißt aber, dass wir diese Einrichtungen transformieren müssen, damit dieser unwürdige Zustand beendet wird. Und das ist die Kernaufgabe, die wir hier haben. Jetzt haben Sie, und Herr Oellers, ich wollte noch sagen, Sie haben gerade gesagt, so die Aufgabe dieser Werkstätten sei es, Leute in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das gelingt in unter 1% aller Fälle. Das heißt, die Aufgabe ist nicht erfüllt. Und all diese Themen müssen auf den Prüfstand. Nicht nur das Entgelt. Ja? Und es ist unbegreiflich für mich, dass man sagt, wir brauchen dafür 4 Jahre und all die anderen Themen bleiben unberührt. Deswegen ist das hier wieder mal so ein Abend, wo ich sagen muss, für die inklusive Gesellschaft tut diese Regierung nichts. Und das tut mir leid. Vielen Dank. Als nächster Redner das Wort der Kollege Uwe Schummer, CDU-CSU-Fraktion.